Und damit hallo und servus, liebe Leute, willkommen jetzt wieder zurück zu Project Cars 3 im 7. Stream. Tja, Outlast 2 war leider nichts hier. Die Tries waren alle für den Hintern, weitestgehend. Also der erste Run war bisher der beste nach wie vor. Jo, aber gut, na, nächster Run schaffe ich nicht mehr, deswegen jetzt hier Project Cars 3, weil ich tendenziell bei der nächsten Daily eine Trophy kriegen müsste. Ne, wieso 20 Minuten Stream? Ne, der geht länger. Genau. So, da waren wir gerade mal Bronze 3. Ah, 120 Punkte. Ah, 165 habe ich jetzt. So, das war jetzt vorher noch die Frage. So, 165, auf 300 muss ich kommen, also es wird knapp, aber ja, nee. Bleibt dann jetzt hier dabei, ne? So, Daily, Hot Lab, ja, na. Fahren wir die mal, und sobald wir die haben, müsste es Bling machen. Weil es fehlt ja auch noch diese 200 Karriereziele. So, die Trophy fehlt ja auch noch. Und danach wäre es ja nur noch hier dieser 300-Punkte-Gedönsel. Na, und dann wäre es noch ein, was ich, 5-Minuten-Stream. Roundabout. Ja. Aber gucken, was wir jetzt hier noch alles hinkriegen. Und es kann ja auch sein, dass ich noch, was ich, 20 Karriereziele oder sowas brauche. Ja. Dann kann man das natürlich da immer noch holen im letzten Stream. Aber das ist auf jeden Fall jetzt der vorletzte Stream. Tja, genau. Von Project Cars 3 zumindest jetzt. Oh, ja, machst du das mal, Skiller. Ne? Viel Erfolg dir. Hoffentlich klappt es bei dir besser wie bei mir. So, schauen wir mal. Ja, jetzt mal wieder leicht wieder umgewöhnen hier. Von Outlast 2 auf das hier. Dann doch jetzt ein Stück anders. Ah, entspannter. Naja. Aber vorher jetzt gerade eben nochmal, scheiße. Ja, ich habe mir jetzt gerade eben nochmal kurz mein Replay angeguckt hier. Ich hätte, da wo mich getroffen hat, oder was auch immer mich da getroffen hat, hätte ich wieder rennen müssen. Ja, blöd ist, habe ich nicht gemacht, sondern hier blöderweise dann, ja, weil ich gesehen habe, scheiße, ich habe hier Schaden, einen Verband gezückt, hätte ich nicht machen dürfen. Tja, gut, beim nächsten Mal weiß ich das auch. Also ich glaube, so langsam habe ich fast alle Stellen hier durch, bis dahin zumindest. Die vorkommen könnten, was random ist. Oder ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Ja, random halt. So. Also muss ja jetzt Regen sein hier, ne? Was auch sonst. Naja. So. Oh, der nächste Slot auf jeden Fall. Egal, welches Spiel jetzt zuerst am Platin wäre. Ob es jetzt hier Project Cars 3 wird. Oder On Rush oder Outlast 2. Das sind jetzt die nächsten, die am nächsten am Platin dran sind. Eigentlich sogar genau in der Reihenfolge. wird dann hier ersetzt hier mit da Fischhaber sein gewünschten Spiel von Kanalpunkten her. Also hier Mass Effect Andromeda. Ja, genau. Und dann haben wir das auch. Außer natürlich, ich verkacke nach wie vor die ganze Zeit bei Outlast 2, dann wird das hier auf jeden Fall Feuerplatin. Aber gut, ist ja wurscht. Na. Da, entweder oder. Nächstes Slot halt. Ist Andromeda. Ja. So. Bin mal gespannt. Oh, Silber 1 sogar, okay. Wow. Nicht schlecht. Also für mich nicht schlecht. Aber bisher kommt nicht viel, ne?
Mal gucken, ja, vielleicht dann gleich im Hauptmenü. Ne. Da kommt nichts. Ja, okay, die wöchentliche, die sind wir gefahren. Na gut, das könnte ich jetzt noch machen. Da kommt die Trophy auf jeden Fall. Müsste. Warte mal, bin ich die schon gefahren? Ja, 29, vorher waren es 30. Ja, komm, scheiß drauf. Mach mal die monatliche. So, los. Regen, juhu. So, ah, das sind ja dann 10 verschiedene. Das müsste hinhauen. Wobei ich dachte gerade eben auch schon, aber gut. Dann wohl nicht. Na. Gerade eben auch kurz vorm Abkacken hier bei Outlast 2. Zwei Leute fast täglich kommentiert hier, ich soll hier Call of Duty Cold War auf Platin spielen. Wenn nachher den zurückschreiben, nee, nee. Zombie-Modus, nein, danke. Den Scheiß können sie ruhig mal weglassen. So, dann ja. So. Alles drei Runden, ohne dass mich raushaut. Natürlich im Regen. Ah. Nee, Zombie-Modus ist scheiße. Das ist absoluter Bullshit. Den konnte ich noch nie leiden, egal in welchem Spiel. Außer halt jetzt klar, wenn du sowas dann spielst wie Left 4 Dead, kommt ja bei mir zum Beispiel auch noch. Ne? Das ist ja nur sowas. Ne? Aber ja, das ist ja dann wieder vollkommen in Ordnung. Aber da weiß ich ja, dass du nur das hast. Aber COD, ne. Das mit Black Ops 3 haben wir die gereicht. Aber was Black Ops 3? Ich glaube ja. Oh doch. Oh doch. Die Trophys von dem sind einfach zu anstrengend. Weil ich mal, also meine Aussagen, was sowas dann betrifft, sind ja immer auf ihre Trophys bezogen und das ist absoluter Bullshit dann. Aber wenn du da ja kein, ja, fast gefühlt schon 100% COD-ler bist oder so irgendwie sowas, dann ja, hast du eigentlich schon gelitten. Tja. Ja, meinst du auch nicht. Haha. Aber ja, na. Weil sonst die ganzen Dinger mit Zombie-Modus, die habe ich ja nur geschafft gehabt hier, gerade wegen Maxi, zum Beispiel wegen Schimmel, ne? Weil die kennen das in- und auswendig. Ja, das dann ja, aber ich selber, ne. Das ist ja nichts geworden. Ja. Deswegen fand ich ja gerade das Infinite Warfare war das zum Beispiel, ne? Das fand ich wieder schön erfrischend, ne? Nur klar, Multiplayer-Modus, logisch, ne? Ist ja ein Multiplayer-Game. Ja. Und halt jetzt mal Story. Fertig. Das ist okay. Ja. Weiß nicht, jetzt gerade bei dem Cold War, da war ja wieder irgendwie sowas, glaube ich, dabei mit dem Zombie-Modus, wenn ich es jetzt noch weiß. Dann muss ich sagen, mir gefällt ja das komplette Setting nicht vom den Zombie-Modus. Der normale Multiplayer gerne, habe ich kein Problem mit, aber Zombie. Na. Ja. Yeah. Aber keine Trophys dafür. War es nicht so? Infinite Warfare, er hat zwar den Modus, aber keine Trophys dafür. Oder hatte der das auch? Nee. Medaille habe ich schon verdrängt, siehst du mal. Ah, okay. Hm. Ja. Na dann. Weiß schon gar nicht mehr. Scheiße. Okay. Hey. Also deswegen ist es bei sowas dann auch Battlefield lieber. Zum Beispiel, ne? Weil da gibt es sowas nicht.
Nein, das, das ist mir dann lieber. Naja. Ah, na ja, gerade, ja, also vom Prinzip her finde ich zum Beispiel COD schon besser, wenn man den Zombie-Modus weglässt. Oh, ist ja, ja gut. Ma, ist ein Schatz, schwer zu sagen. Battlefield ist schon geil. Hm. Ja. Ja gut, COD ist halt schneller, ne, vom Multiplayer-Modus her. Ja. Na, endlich mal einer meiner Meinung hier, Printo. Sehr schön. Die Modern Warfare. Ach, genau, da war es Modern Warfare Remaster zum Beispiel. Das war super, ne? War eh sowieso der geilste Teil. Modern Warfare. Stimmt. Ist geil. So. Nein, 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 nein. Was soll ich jetzt sagen? Genau, aber kaum hier im 8-Minuten-Takt kamen ja die zwei Kommentare rein, war ja gerade aufs letzte Project Cars Video, ne? Ja. Zweimal eigentlich der identische Satz, eigentlich, ne? Ja. Von zwei verschiedenen Leuten und ab dem Moment auch genau, bupp, zwei Dislikes. Ist klar, COD-Kiddies, wuh! Die können wir aus Recht gleich wegbleiben. Oh Mann, ey. Ah ne, Outlast war's. Das Outlast 2 Video, das war's. Nicht Project Cars. Das letzte Outlast 2 Video, was bei YouTube ist. Das war's. Ja, ja. Naja. Das sind ja die schlimmsten. COD, Kiddies und Fortnite. Die habe ich eh gefressen, die können hier im Viereck rumschlagen. Ah. So, aber... Wie man hört, hört man nichts. Echt jetzt? Ach, warte mal, wenn das mal was aktualisiert, wo ich raus bin? Oder auch nicht? Ich will doch jetzt nicht so verzählt haben. Habe ich schon oft überlegt, Battlefield 5, Lara. Habe ich schon oft überlegt. Das ist jetzt natürlich scheiße, ne? Ich kann jetzt keinen 7 Stunden 59 Stream machen. Für die nächste Daily. Hm. Ja gut, dann gibt es halt Montag dann doch mal Project Cars, ne? Müssen wir fast sogar machen. Das ist echt bescheuert. Warte mal, das waren noch 10, ne? Ja, 85. Ja. Ja. Hm. Warte mal, das ist jetzt das 7. Stream. Einer fällt raus. 6. Also 6 mal Dailies. Genau, ich habe einmal dann zwei Tage, also Quatsch, zwei Streams in einem Tag gehabt. Also fällt einer weg, dann sind es 6. 6 Dailies. Wie lange bin ich in der zweiten Woche hier? Also sind wir bei 8, 9, 10. Ne, Schmarrn. Ne, jetzt hier genau 1. 6. Stream. So gesehen. Also 6 Dailies. 2 Weeklies, 8. Ja doch, ja. Komisch. Letzte Woche, die Woche. Und die Zeit hier habe ich doch. 29 Versuche, ja. Man sieht ja da rechts um 1 Minute 6, ne? Bin ich ja gefahren. Also die ist auch drin, ja. Hier? Ja. Silber. Hm.
Okay. Warte mal, sehe ich das hier? Auszeichnungen. Rival, ne? So. Tägliche sind es 8. Wöchentliche ist 1. Also 9. Täglich, wöchentlich. Wo ist hier? Ach, die monatliche zählt gar nicht, kann es sein? Nee. Die monatliche zählt gar nicht. Zumindest hier ist sie hier nicht drin. Das könnte natürlich jetzt der Grund sein. Scheiße. Echt jetzt? Scheiße. Also was ist denn heute für ein Tag? Also heute ist echt nicht mein Tag, oder? Shit. Naja, aber gerade nochmal zu den hier Zielen da. Schau mal, was mache ich denn? So, die Ziele sind wir stehen geblieben hier bei 146. Das Ding muss auf 200 stehen. Na, dann hätten wir das auch. Aber das nervt mich jetzt aber gerade. Das zählt ja scheiß nicht. Ist ja trotzdem Verschiedenes. Der Zeit ist auch drin. Ach, warte, jetzt machen wir kurz mal Last Try, ob das funktioniert. Mal wieder Last Try. Kurz mal ein Spiel neu starten. Aber, denke ich mal nicht. Wenn es da nicht in der Liste auftaucht, das wird bestimmt daran gekoppelt sein, ja, an die Trophys da. Dann ist eh vorbei. Tolle Wurst. Das heißt, ich kann ja morgen, also heute, die Daily eigentlich gar nicht fahren. Weil, dann hätte ich ja 10. Na? Aber hier, Lara, du hast auch das 2 auch auf Platin, ne? Oder? Dum, 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 dum. Schlag die Mag. Schauen wir mal, ob das was bringt hier. Ich tippe mal auf Nein. Wie meine alle anderen Wochen kamen ja hier auch alle anderen Trophys. Das ist echt scheiße. Ach so, ach ja, stimmt, da war ja was. Ach ja, genau, du hast ja den Bluescreen, genau. Na, ja, okay. Gut, das ist blöd. Aber naja. Dann holen wir halt hier, da. Holen wir halt hier ein paar Sternchen unten seit. Ab B haben wir nicht. Nehmen wir den. Ach ja, stimmt, ich muss ja wieder downgraden, aber wie hat die Trophy da geholt? Achso, ne, warte. Was hätte da so reingepumpt, dass ich da so hoch bin? Ah, das jetzt zum Beispiel schon mal. Ne? Ne? Aufladung, genau. Ja, so, jetzt ist nur noch A. So, also.
Oh, jetzt haben wir B. Nehmen wir den. Und los. Ach, mei. Ja, Blue Screen am Ende, Alter. Aber ich glaube, da würde ich auch ausrasten, ne? New 1, ja, ist Platin. Ich auf dem Kanal. Aber die fallen mir auch nicht so arg. Ja, also, war auch nicht so mein Fall. Ja. Oh, auf Elden Ring bin ich gespannt hier, ne? Ja, oh hier, FromSoft wieder. Ja. 42. Naja, 52. Schauen wir mal. Ja, hol mal ein paar Karriereziele, aber mit dann morgen, ja gut, dann muss die Daily was auslassen, ne? Ja, okay, dann, oh, scheiße. Okay. Dann war es gerade so, dann mache ich hier in dem Fall heute, ne? Weil ab 9 Uhr ist ja mal Reset bei dem Spiel. Werde ich dann hier die Daily nicht machen. Tja. Weil sonst macht es da dann auf jeden Fall blinken, da greifst du halt auf die Statistik drauf zu. Und dann, ja, kommt es halt am Montag. Meine Alternative wäre jetzt hier, obwohl die Outlast 2 jetzt immer noch am Wochenende so schön machen, weil da kann ich auf jeden Fall ein paar Tries machen, je nachdem wie weit ich komme. Wäre auch eine Idee. Hm. Naja. Das wird jetzt eher wohl nichts mehr. Kann ja eigentlich theoretisch gleich wieder neu starten. Ja. Ja. Mortal Kombat. Ja. Na, Collectors, da kommt es. Wann kommt das Spiel nochmal? Elden Ring. Ja, da sind so viele hier Zahlen, Daten, keine Ahnung, so ein Scheiß im Kopf, hier kann man nicht ja gerade auch noch merken, ja. Aber wann war das nochmal, circa? Ich glaube, ein genaues Datum gab es da, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ja, okay. Genau, passt. Ja, das passt. Sollen sie ruhig noch ein bisschen Zeit lassen. Elder Scrolls 6 wäre geil. Aber das dauert ja noch länger. Na, 2 Sterne. Ah, okay. Battlefield 6, ja, knapp drüber, scheiß drauf. 2 reichen. Weiter. Okay, 6 wieder dritte. Und dann 9 wieder 6. Battlefield. Jojo, ja. Na, ich schon geile Spiele.
last lap. Come on, let's do this. Oh. Ich hoffe, er verkackt dann ja diesen Monat die 300 Punkte Trophy nicht, ne? Weil eh, Februar ist ja eh kürzer, logischerweise, wie jeder weiß, ne? Dann wäre es echt bitter. Ah ne, bringt nichts. Muss ich morgen weglassen, die Daily. Also heute, später. Und das weiß ich natürlich auch nicht. Auch da ist 2 Uhr am Wochenende, da kann ich mehrere Tries machen. Sonst unter der Woche ist halt ein Try, ne, weil bis dahin komme ich eigentlich ja normalerweise immer. Ich sag mal bis zum Zelt, ne? Ja, dann wäre es gerade ein Try, das war's dann. Komm auch, Mann. Komm mal ein hier. Na. Ja, was jetzt sage ich. Irgendwann ist es auch um Sebi, sag ich mal, abhängig. Wie er Zeit hat. Gerade wegen der Hand. Also ein bisschen Boost mit ihm würde ich schon hier, bevor ich es alleine mache. Ja gut, ich könnte ja, dass ich nicht ganz aus der Übung, sag ich mal, rauskommen. Dann fast ein Dienstag, würde ich meinen. Outlast 2. Und da klar, Freitag, Samstag, ne? Also wie jetzt hier, jetzt, gestern, heute. Also. Wenn das jetzt so sind immer 2 Tage dazwischen, wo ich keinen Outlast 2 habe. Sonntag, Montag. Ja, Dienstag ist wieder Outlast, Mittwoch, Donnerstag nicht. Ja, da muss es eigentlich hingehen, ne? Was? Meister 9 Kurven, 8 saubere Überholmanöver. Okay. So. Das soll ja hinpassen. So, warte mal, ich schreibe mir jetzt gerade mal auf hier. Also, das mit Outlast 2 kann ich schon nächstes Mal weglöschen hier. So, was war's jetzt? Also, das mit dem Ausrufezeichen Subs. Ausrufezeichen, so. Chatbot. So. Gut. Passt. Ja, siehst du mal, so schnell, zack, Trophy verabredet, ohne PSN Profiles, ratzfatz, hatte ich nicht. Läuft. So, ist ja immer noch Standard drin. Ja, passt. Und los. Also holst du einen Stoff, ich krieg mir auf jeden Fall. Und die Kacke. Ja, heute. Wahnsinn. Hier glaube ich lieber im Bett bleiben sollen. Gefühlt. Oh, Meister in neuen Kurven. Also bis auf eine alle. Ja, scheiße Rundenzeit. Gut, das ist, soll eh kein Problem sein. Ja, nice, Lara. Läuft. Ja. Aber gerade Battlefield 5, da war, glaube ich, auch irgendwas dabei, was gar nicht mehr so einfach war, glaube ich.
Weiß ja, aber die Trophy ist ja auch schon ewig nicht mehr angeguckt. Aber ich meine, da war irgendwas. So, passt. ...200 Spiele spielen. Wow. Ja, selbst das, wenn du es noch anlegst, hast du in einem Tag. Weil, du musst ja nur spielen, du kannst ja auch vermöbeln lassen, ne? Flugzeugkills, was die keiner mehr benutzt. Ach, da war das mit den Spielmodis, stimmt. Da war ja was. Das wurde ja doch aber geändert, Kobi. Das geht doch wieder. Stimmt, davor war es. Ne, warte, wie ihr es angefangen habt. Ich glaube, da war das war. Genau, der Spielmodus hat sich geändert. So, dann haben sie die Trophäe geändert und haben sie die Karte rausgenommen. Dann ging es auch wieder nicht mehr. Irgendwie sowas war das. Dann haben sie wieder was umgepatcht. Ja, genau. Genau, das war's jetzt. Genau, stimmt. Du musst ja dann dieses komische Rotationsgescheiße da machen. Und da, wenn du Pech hast, hier, genau, da kommt's nicht. Stimmt. So war das. Ich wusste, da war irgendwas. Ja, deswegen war es auch bisher der Grund, wegen was ich nicht geholt habe. So. Stimmt. Und das ist jetzt immer noch so, oder was? Oh Mann. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Sommer oder so mal was gelesen. Oder sogar noch früher. Irgendwie so. Ja, das ist aber sehr Glück, Lara, ne? Dass du gerade zufällig den Modus gehabt hast, oder gibt's den jetzt wieder? Also direkt zum Auswählen den Modus. Okay. Okay, ja super. Läuft. Naja. Wieder Luck. Juhu. Alter, das ist ja vorher echt ein verbandzückig Depp. Da hätte ich eigentlich gemütlich weiterrennen können, weil dieser Stacheldraht, wo ich dann danach reingerutscht wäre, der tötet da nicht. Wenn du schon davor Schaden hattest. Naja, egal. Hätte ich nur weiter gerannt. Oder wäre ich nur weiter gerannt. Hätte, wäre, wenn. So. Nochmal drei Fleckchen mehr. Ziele mehr. Nö. Bodensee von 1,28. Ach schon. Müssen Sie die Karre umbauen? Was kostet da eine? Hui! Nee. Nö. Scheiße aus wegen Bodennebel, dann machen wir lieber das hier.
Achso, stimmt, ist nur Frankreich. Fuck. Silber gegen die volle Distanz. Breakouts. Oh ne, nur Formaleinladungen. So, passt. Machen wir das. Nee, wegen was soll ich die Kanalpunkte bekommen? Ich bin nur der Kanal gehört. Oder warte mal. Ich guck mal gerade. Moment. Wo würde ich das denn sehen? Ne, unendlich. Das für mich das unendlich Zeichen. All die liegen die 8. Kenn ich. Hätte mich auch stark gewundert, weil. Hä? Was? Drei saubere Sektoren in Folge, scheiße Rundenzeit, gewinnen. Ja. Vier Ründchen. Naja, war klar. Nee. Nee, nee. Ich mach's indirekt, ne? Ich suche ja mal hier drei Games aus und da kommt dann eine Umfrage, ne? Und das sind ja die drei, auf die ich gerade Bock hätte, ne? Und das kommt da ungefähr so aus Gleiche raus. Nur hier bestimmt dann die Reihenfolge, ne? Aber, ja. So. So sehe ich das. Aber tendenziell könnte ich's, ja. Oh Mann. Oh, ich müsste mal Erster werden, sonst wird es nichts mit den sauberen Sektoren. Man muss sagen, der Ferrari fährt sich echt gut hier. Für das erste Shift. Nicht schlecht. So. Die es nur digital gibt. My name is Mario. nur digital. Ich glaube, Remnant from the Ashes gibt es mittlerweile auch auf Disc, ne? Glaube ich. Ah, okay, Mist. Ja, das ist auch kein schlechtes Game, stimmt. Das ist auch nice. Nur digital.
Wissen bestimmt andere besser wie ich, weil ich bin ja eher nicht so digitaltechnisch unterwegs. Nur digital. Alles ist da als Disc oder was? Wow. Aber Crysis ist natürlich geil, ne? Klassiker. Eigentlich schon. Ja, nur digital. Ja gut, da muss ja das ist irgendwie sowas ähnliches sein wie Remastered oder was auch immer. Da könnte ich es gerade echt dir nicht sagen, ja. Nur digital. Ja, doch, mein Name ist Mario, ne? So. Oh Mann. Ne, die PS4-Disc hier, Achso, Dust. Dust? Ich wüsste auch nicht, dass ich mal irgendwo gesehen hätte oder so. Die Disc gerade von. Okay. Wie sieht denn so ein Spiel auf Disc? Egal. Der ist schon lauter. Der Sammler ist immer der Allround-Begriff, ne? Weil der. Ja. Welche sammeln er gebraucht? Unterbuchsen? Ne? Ja. Das ist ja. Ja. Deswegen habe ich gesagt, mein Name ist Mario, ne? Und selbst Ratanaika Games hat 2 oder 3 draußen auf Disc. Das weiß ich. Das müsste sogar auch Limited Run sein, der es auf Disc gepresst hat.
Aber ein paar sind auf jeden Fall auf Disc von Ratalaika. Aber auch halt nicht für den Massenmarkt, ne, sondern auch halt limitiert auf x Stück. Ich hab's. Slide. Slide gibt's nicht auf Disc. So. Da kannst du stundenlang knobeln, ne? Wenn du willst. Doom 64. Das war noch Zeit. Bing, bing, bing. Yep. Das wird's mich dann in dem Fall auch, ja. Ja. Kostet auch ein Schweinegeld, aus recht Blu-rays halt, ne? Was er dann automatisch mal machen muss für PlayStation. Ja. Captain Nice. Oh ja, Mann. Ja? Kannst du anschreiben, ob sie nur wegen dir das auf Disc pressen, erpressen? Machen sie bestimmt, ist nur eine Frage des Geldes. Ah. Ja. Ja, es ist ja Stand jetzt, glaube ich, immer noch so, dass hier alle, die auf Blu-Rays irgendwas rausbringen wollen. Ah, nee, lass mal. Alle, die auf Blu-Rays was rausbringen wollen, einen Obolus an Sony zahlen müssen. Weil Sony immer noch die Rechte auf Blu-Ray hat. Ich glaube, da hat sich nach wie vor nichts dran geändert. Naja, Patent halt, ne? Also so affig ist es nicht. Also ich habe da spontan kein Problem mit. Also. Also saubere Runde, 8 Kurven, gewinnen. Na gut. Oh, mal ein paar Karriereziele immer noch. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Also jetzt gerade so roundabout, ja. Minimum 10 eigentlich hier, dass man 4 Rennen fahren müsste, wenn man alle 3 holt. Danke, Siamak. Ja, Siamak, genau. Ja eben, und das habe ich nicht, Kobi. Na, so. PS5 kostet Geld. Ja, dann geht es ja im Sommer hier mit dem Haus ja auch wieder weiter, ne, raus im Garten und so. Ist auch noch nicht alles fertig. Bei heute nicht alles fertig. Geht halt, geht's auch gar nicht, weil der Nachbar was bauen muss. Dass, hier, dass ich weiß, ob ich auffüllen muss oder nicht. Ja. Ja. 3D-Drucker kostet Geld. Na, so. Weil der muss ja schon so sein, sagen wir so mindestens 30 cm in die Höhe schaffen. Na. Für die neue PS5 Platin-Trophäe, für das Design. Na. Weil das soll er ja unter anderem dann drucken. Die Platin von der PS5. Tja, das ist ja der Plan, ne? Ja, muss ich erstmal gucken, wie es klappt, ne? Weil, erstmal das einzustellen und so weiter, muss natürlich auch so ein paar kleinere drucken, ne?
Muss ich erstmal einstellen und alles. Und das ist ja Mords das Geficke stellenweise. Dass du die richtig konfigurierst. Aber ja. Schauen wir mal. Ja. Ich weiß. Ja, du jetzt gerade die Platin, die ist ja noch normal, ja, wieder durchsichtig, also wie halt der 3D-Drucker druckt, in so Kesselform, ne? Also keine gescheite Platinfarbe gefunden, die mir gefällt. Dass ich damit einpinseln oder sprühen kann, was auch immer. Airbrush hätte ich auch da, das wäre ja nicht das Problem, ne? Aber, ja. Die Platin jetzt oder die anderen? Ja, die sagen in einem Infovideo. Ja, aber ja, ja. In der nächsten Pause dann, stehe ich ja eh auf. Na, die sind kurz raus. Der kriegt man, glaube ich, hin. Ach, sind das 6 Runden hier? Ah, okay. Relativ kurze Zeit. Oh, und 8 Kuchen sind alle. Okay. Ja. Da muss halt jedes Teil logischerweise als 3D-Druck hier, auch bei der neuen PS5-Trophäe, habe ich ja schon gesehen, es sind, ich glaube, 5 oder 6 Teile, die da drucken muss und danach steckst du zusammen. Das ist ja wie so eine, wie Lego, ne? So ähnlich. Das sind also Ausstattungen, wo du dann hier diese Verschnörkelungen drumherum reinsteckst in die Bodenplatte. Na. Weil in einem Guss, das schaffst du nicht. Das schafft der 3D-Drucker nicht. Macht's aber in dem Fall dann auch, wenn man sie zwischen verschicken sollte, einfacher, ne? Zerlegst du das Ding, schickst es getrennt, na, da geht schon nichts kaputt. Nö, es geht. Also die kriegst du so ab 140 Euro aufwärts, ne? Mittlerweile. Das kommt dann nur immer stark darauf an, was du damit machen willst. Ich werde auch so nur so ein Einsteigermodell holen, gerade was ich so um die 350 Euro sowas. Also schon etwas höherwertigeres. Na, Einsteigermodell. Aber auch nicht so teuer. Weil ich will das erstmal testen. Das Ding. So. Ja. Die 3D-Druckdateien hätte ich schon hier, ne? Von allen möglichen Trophäen. Also PS4-Trophäen, Bronze, Silber, Gold, Platin. Na, und PS5-Trophäen auch. Habe ich alle hier, die 3D-Druckdateien. Sogar mit den Rechten zur Vervielfältigung. Also, nicht der Vervielfältigung der Druckdatei, sondern des Drucks dann. So, kommerzielle Zwecke zugelassen. So, jetzt habe ich es doch. Ja. Und ich meine, ob der jetzt da 20 Stunden lang rumdruckt oder so, ist mir ja wurscht, ne? Weil, muss ja eh nicht groß zugucken. Ja. Das ist gerade der Arbeitskollege bei der Platin-Trophäe, der hat gemeint, der hat ja 2 Wochen lang. 2 Wochen lang hat er gefühlt durchgedruckt, um die Platin-Trophäe hinzukriegen. Schon allein die Kugel alleine waren 18 Stunden. Na, also die große Kugel in der Mitte von der Platin-Trophäe, die waren 18 Stunden, das weiß ich noch, die Anzahl. Aber mei, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Ja, genau, Lara. Ja. Der hat zum Beispiel einen 3D-Drucker, der kostet 700. Kostet der. Der Brian, genau. Der macht's ja auch. Nur der verkauft sie nicht, der Sauhund. Ja klar, weil vor allen Dingen hier, da kam auch gleich hier meine Frau da um die Ecke, ne? Hat auch gleich gesagt, oh, da kann man ja bestimmt auch Dekoartikel drucken. Ja, könnte man. Ja. Ja,
Und der Bub natürlich hier gleich mal Tochter auch gehört. Und ein Einhorn. Ja, könnte man auch. Cool, kriege ich eins. Ja, ne? So, das war's dann mit der Platin. Ja, ne? Wenn ich das dann anfange, dann kommt der Junior auch gleich um die Ecke. Oh, kannst du Lightning McQueen von Cars machen? Den gibt's ja auch. Zum Beispiel, oder ja, Jackson Storm von Cars 3. Weil ich's nicht mehr hören kann, ja. Ne? Ja. Wobei es geile Filme sind, aber nicht jeden Tag. Gefühlt jeden Tag. Naja. Schauen wir mal. Ja, genau, wie viele Monate soll ich denn da drucken? Aber ist der ganze 3D-Druck-Farm, ne? Ich meine, das Geile an den 3D-Druckern ist ja auch, die bestehen ja selber nur aus Plastik, ne? So. Das heißt, wenn was kaputt geht, oder generell, der ist in den Anleitungen meistens auch so 3D-Druckdateien gleich mit dabei auf Disk, ne? Für den PC. Oder schon mal die bekanntesten Ersatzteile, die an dem Gerät kaputt gehen, gleich schon mal drucken lassen kannst, dass wenn sie kaputt gehen, kannst du sie ersetzen. Durch die Teile, was selber der Drucker hergestellt hat. Das ist eine geile Idee eigentlich. Also, das ist natürlich so geil. Well done, mate. You really earned it today. Great job. Ja. Naja, nee. Weil die Firma, die ich wiederhole, die hat mit zwei Druckern angefangen zum Bauen. Und die zwei Drucker drucken die weiteren Druckermodelle. Na? Also sprich, die haben ja, war so ein Zeitungsartikel drin. Die haben ja dann so nach und nach, so in ein paar Monaten, hat sie ja 12 3D-Drucker stehen, die 12 verschiedene Druckteile drucken für neue, die gleichen 3D-Drucker. Ja, und so können sie es zum einen auch testen, wie die reagieren, ob sie es machen können, ob es überhaupt funktioniert. Und so diese 3D-Druckfarm weiter vergrößert, dass sie noch mehr produzieren können. Na? Anhand, also die 3D-Drucker selber. Ja, das ist natürlich auch bös geil, ne? Ja, genau, 500 IQ und da, wie hieß denn der? Der IQ3 heißt der hinten dran. Vier Buchstaben davor. Opus, IQ3, Epus. Epos? Upos? Irgendwie so um den Dreh. Nürburgring klassisch. Hm. Führe zwei Runden lang. Oschersleben. Ah, cool. Na komm, die holen wir mal. Höp. Gönnt sich ja sonst nichts. Naja. So, lassen wir den schon mal laden. Gut. Und während der lädt, dampfe ich mal ganz kurz ab, ne, im wahrsten Sinne. Hol dir kurz mal die Platin-Trophäe her, wenn ich da wieder hier bin. Und dann, ja, ziehen wir ein paar weiter durch. Bis gleich. Thank you.
So, da sind wir wieder. Genau. Das ist ja die hier. Ne? Die muss ja nur unten anfassen, weil die Teile sind ja hier reingesteckt. Da, das da. Ne? Ja. Und die ganzen Teile hier, also die Bügel hier, sieht man ja, die sind noch beweglich da. Ne? Die sind nämlich da unten nur reingesteckt. Ja, und das ist das, was ich meinte hier. Ja, da unten in den Sockel reingesteckt. Ja, und die Kugel hier ist ja lose. Ja, aber die war 18 Stunden. Die da. Und da hinten drauf ist ja auch dann das, sieht man das? Naja, nicht wirklich. Ja, aber auf jeden Fall, da hinten ist auch hier, Dreieck X und so weiter. Na. Ja. Ja. Also schlecht ist es auf keinen Fall. Also hat er ewig lang rumgedruckt hier. So. Und das hier ist die Mini-Ausführung da davon. Na. In klein und grau halt. Na. Noch. Alles genau das gleiche. Auch hier reingesteckte Teile und die Kugel ist ja auch beweglich. Ja. Die kleine Platine. Da suche ich ja noch hier irgendwie gescheite Farben, aber bisher nicht wirklich gescheites gefunden hier. Ist auch noch Schnee. Ja. Oh je. Yeah. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso machen wir denn sowas mit Schnee? Oh yeah. Hup. Danke, Stefan. Oh Gott. So. Scheiße. Jo, einmal eine Runde, noch eine Runde. Toll. Mann. Auch keine Winterreifen drauf hier. Shit. Oh Mann. Gott. Ja, also Stefan, ich spiele grundsätzlich ja nur Konsole, also einen nur Controller.
Ja, und das Ding ist auf jeden Fall arcadiger. Auf jeden Fall wie die anderen Teile, ne? Scheiße. Alter, was ist denn da jetzt los? Warte mal. Machen wir anders. So. Tja, muss halt abkönnen, ne? Also, geht halt eher Richtung, ich weiß nicht, ob du Need for Speed Shift kennst, ne? Das ist ähnlich wie Shift. Deswegen auch gerne betitelt als Shift 3, ne? Ja. Also, mir macht das wirklich wieder klar mehr Spaß, weil ich bin jetzt selber jetzt nicht so der Simulationsfan, ne? Also, mir gefällt Arcade besser. Ich habe zwar Project Cars 1 auch gespielt, auch Platin auch, also alle Trophäen, alle Folge meine ich. Jo. Aber halt. Den Teil zum Beispiel finde ich persönlich jetzt besser wie der 1er. Und 2 habe ich nicht gespielt. Jo. Und da ist das hier natürlich von der Steuerung her nochmal ein Tick einfacher. Oder angenehmer, für mich jetzt zumindest. Außer jetzt hier. Die Strecke geht gar nicht. Ja genau, das ist allzu ähnlich, ne? Das ist. Okay, Shift ist ja schon ein bisschen mehr Arcade wie das hier jetzt. Aber gegenüber Project Cars 1 hat es schon hier gewaltig Richtung. Ja. Warte. Da. Weil ich spiele nur PS4. Noch, bis die 5 da ist. Hä? Ja, ich spiele Konsole, ne? Ja, das ist ja auch Project Cars 2 ist auch, auch noch eher Simulationen wie jetzt das hier. Naja, nicht. Los, ich will mich nicht. Dafür spiele ich viel zu viele Spiele querbeet. Ne? Also, alle Genres durch, da, ja, los ich das nicht. Außerdem würde ich mal behaupten, dass ich mir mit Lenkrad einiges schlechter wäre wie mit Controller. Wobei ich jetzt hier jetzt auch nicht gerade Überpro bin, aber, ja, Mittelklasse halt, ungefähr. Echt jetzt, geh mal weg hier. Wow. Ja. Ach Gott. Dieses Rumgeschlitter. Derjenige von den Entwicklern, der gesagt hat, ach komm, die Strecke machen wir jetzt mit der Karre auf Schnee, der gehört geschlagen. Ja, das ist ja. Das ist ja ein Graus hier.
Die Strecke jetzt hier mit Audi Quattro oder so, kannst du mit 200 durch die Kurven brettern. Na, okay. Auch nicht ganz, aber gefühlt. Oh, jetzt guck ich mal wieder auf den Chat. Ich glaube, ich lasse die Strecke. Leck mich doch am Arsch. Nö. Keine Lust drauf. Mann! Hä? Was ist das Spiel jetzt? Online oder Couch-Koop? Was fahren wir denn da jetzt? Geht da auch noch was? Achso. Oh, was habe ich denn noch? Road C. Na ja, den. Was, wieso wir wieder schuld? Hä, was? Tja, toll. Jetzt komme ich gerade nicht mal an meinen Trinken hier ran. Steht die Platin im Weg. So. Aber ich sag gerade, die Kugel oder so, die ist richtig massiv, also die Trophäe, da wiegt was. Die kleine hier eher weniger. Wird so bei sich bei. Ja, das würde gerade so 80 Gramm sein oder so. Nee. Gummiband hat's nicht. Ach so, ja okay, da ja. Oh, nur nicht wieder Windschatten, oder? Stimmt, das ist der Unterschied zu Need for Speed, weil da hat ja alle eigentlich hier Gummiband, aber das hier nicht. Nee, nee. Da gibt es kein Gummiband. Wenn du da X Vorsprung hast, dann hast du den auch, ne? Außer, was ich, dich haut's raus in den Acker, ne? So, aber sonst. Ja. Naja. Ja, ich meine, Schadensmodell hat zwar auch, ne? Aber muss ja nicht so Reparaturen oder so zahlen. Der Schaden hat auch keine Auswirkung, kannst du auch nicht einstellen, soweit ich es irgendwie mal gesehen habe. Weil ich habe zumindest keinen Punkt gefunden, dass ihn Schaden irgendwie auswirkt. Tja. Mal zu boosten selber, ja, bin ja ja diese eine Strecke gefahren mit 99 Runden, so ein Trio-Wahl. Ja, auf legendärer Schwierigkeitsgrad, war auch kein Act, ne? Ja. Gut, liegt halt nur einfach nur daran, dass halt die KI hier wirklich hier auch trotz Schwierigkeitsgrad legendär und sehr aggressiv bei jeder Kurve gewaltig bremst. Na, naja. Puh. Das ist Cola. Nope. Der erste Run von mir war bisher immer noch der beste.
Jetzt gerade eben beim letzten Run, wo ich aufgehört hatte, war ich wieder kurz vor der Stelle, wo ich den Jump verkackt hatte. Vom Awesome Run. Autsch. Nee, nee. Kommt Dienstag dann nochmal. Dienstag und nochmal Outlast 2. Na. Dann aber. So. Jetzt. Schauen wir mal. So. Ja. Auch nächste Woche habe ich auch noch 2 Platin. So. Das ist die Zielsetzung. Ja. Schauen wir mal. Was ist gerade der letzte Run hier? Ja. Bin ich gestorben hier wegen meiner eigenen Dummheit. Hätte ich nicht heilen sollen, einfach nur weiterrennen sollen, wäre besser gewesen. Aber, na. Ist halt so. Jan Frischkorn. Ja. Oh, da ist Lara, läuft. Tja. Nö. Ja. Alter, sehe ich. Na. .208. Achso, warte mal. Kurz zu Upgrades. Achso, hehe. Die kann ich da gar nicht machen. Scheiße. Das geht. So, dass die Karre mal nicht immer die ganze Zeit und die schaltet. Na, so. Bedeckt, bedeckt. Eine Minute. Na, schauen wir mal. Ich habe ungefähr so um den Dreh rum, alle. Zwei. Das sind dann 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stunden. Ja. Also auf Disc sind es 28. Audi RS3 glaube ich nicht. Kann ich gleich mal gucken nach dem Rennen. Aber ich glaube, den gab es nicht. So. Ja, habe ich ja noch ein paar noch auf digital. Ne? Und halt jetzt hier die laufenden. Plus eure gewünschten. So. Kann ich aber gleich mal gucken nach Audi. Ich TT gab's. Aber frag mich jetzt gar nicht mehr welchen. TTS
Coupé? Hm. Oh, wieso? Sind wir gleich. Na, schaltet schon mal besser. Und nicht mehr ganz so wie so ein Opa, der den Gang nicht findet. Hm. Eine Durchschnittszeit schaffe ich trotzdem nicht, ne? Achso, das war ja, glaube ich, jetzt auch Richtung Finale, oder? Da schaffe ich es eh nicht. So. Bin ich gerade so ein Ziel. Gerade so. Vielleicht. Ja. Mal gucken wir gleich mal nach dem Audi. Ja. Ein. Black Ops 3. Stell dir einen verschissenen Wald vor. Ja, geil. Nie wieder. Nie wieder. Da. Black Ops 3 ist meine zweithärteste Platin. Na? Nach Wolfenstein 2. So, Showroom. Was haben wir denn hier? Was mein Angebot ist, heißt es zufälligerweise? Nö. Mitsubishi. Klasse. Wert alle Hersteller. Das war's gerade schon. Hersteller. Wo ist Audi? Da ist Audi. Ja, viel gibt's nicht. Audi TTS Coupé, das war's. Der einzige Audi. Wo ist doch TTS Coupé? Siehst du mal. Ja. Mehr gibt's nicht. Weitestgehend, Stefan? Ja. Also, ich würde meinen, ja. 90-92%. Na, ungefähr. Ja. Ein paar. Einzelne nicht. Ja. 7 Stunden für Story auf realistisch. Ja. Du hast eins davor vergessen. Lara, ne? 17. Ja. Macht doch nichts, Stefan, ne? So hat hier jeder mal angefangen.
Von dem her, ne? Ist der aber ja auch logischerweise. Ah ja, der Tempomacher. Naja, keine Lust drauf. Throw B. Hm. Oh ja, komm. Ja. Your determination and skills will be put to the test. Good luck out there. Ja, da habe ich stellenweise rumgeflucht hier, ne? Wir fahren diese Trophäe mit dem Audi irgendwas Quattro, ne? Wo du ja so erwarten musstest, bis die die dementsprechend ja aktiv ist. Na, und dann auch noch eine gute Zeit fahren und so weiter. Naja, da habe ich ein paar Mal rumgeflucht. Ja, sei ja. Ein Tag hat 24 Stunden. So. Roller-Klasse. Warte mal. Nein, nicht Fotomodus. Was? Ja. So. Nehmen wir den. Upgrades. Und der muss zu A. Ui. Hat der Getriebe? Was hat die rein? Ja, wenn ich drüber, ist klar. So, passt. Ja, genau, oh Mann. Ja. Ja, dort 5, der 5 war geil. Död 5. Död. Ja. Hat trotzdem von gemacht, bis auf so 2-3 Titel, nervigere Trophäen, aber sonst hier war alles geil. Also gar nicht mal so lange, ja, letztes Jahr im Spätsommer. Sogar. Naja. Also, die Black Ops 3. Wenn es immer noch nachhängt, die das hier, stell dir einfach diesen Wald vor. Geil. Ja, das ging eigentlich auch doch zu, schlussendlich relativ schnell. Ich weiß nur gerade immer auswendig, wie ich es gemacht habe. Was habe ich denn da gemacht? 1000 Meilen. Was war denn das? Oh! Wollte ich gerade überlegen, weil 1000 Meilen sagt mir jetzt gerade spontan nichts mehr. Da warst du da Rallye 2.0? Ups. Ja, okay, also spätestens, wo ich gesagt habe, hier, das war letztes Jahr im Sommer, ne? Jetzt ist ja der einsame, ja, okay, gibt's nicht. Da kam schon eine neue verdammte Axt. Ja, na toll. Ja, genau, das war ja das, was, glaube ich, am PSN kostenlos war, ne? War ja, glaube ich, so, oder? PS Plus? Müsste. Das meine ich. Ja, genau. Das meine ich. Jo. Das habe ich Platin. Ja, klar, da 5, wenn es rauskam, habe ich logischerweise nicht, ne? Das habe ich dann nicht. Ups. Ja, dann sorry mal. Da habe ich mich vertan, sprach der Hahn. Und stieg von der Ente. Aber sonst? Ja, ne? Dirt. Was? Dirt ist trotzdem geil. So. Ja,
Oh wow, gerade so eins. Die sind ja alle immer so gleich, Lara. Immer so alle um die. Ja, je nachdem, wie du damit umgehen kannst. Zwischen 5 und 7 haben die eigentlich alle. Oder welches WRC meinst du genau? WRC 5 oder was? Also WRC 5 hat Schwierigkeitsgrad 3 von 10. Ein Durchgang, 25 Stunden. 4 Multiplayer-Trophies. Ein Online-Sieg. Einmal Online-Rennen fahren. Neuner. Neuner. Warte. Vier von 10. 40 Stunden aufwärts. Je nachdem, na, wie du schaffst. Ja gut, Sächle, ne, Skiller, dir noch schön so nach. Na, wenn du willst, dann bis Montag zu, ja, wahrscheinlich der Hand-Showdown mit dem Sebi, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Wenn er nicht kann, dann, ja. Dann was anderes. Schauen wir mal. Wahrscheinlich das hier dann. Oder Onrush. Vielleicht auch das zwei. Je nachdem. Kann auch sein. Wow. Auch wieder einer. Nö. Anscheinend nicht. Also ist der Durchschnitt gewählt worden. Naja, scheint so zu passen. So. Aber gerade mit Outlast 2 ist es jetzt gerade immer noch, ne? Dass ich die Scheiße da nicht hingekriegt habe. Oder da nicht losgerannt bin, so. Achso, ich soll mal gucken nach den 200 Karrierezielen, nicht, dass ich da irgendwie schon in der Nähe wäre. Weil sonst wären es 2 5-Minuten Streams. Ne, ich werde es beim nächsten Mal definitiv wieder anders machen. Also gerade hier Abwehrstelle. Na, mit den Pfeilen. Wenn wir gerade nochmal den Guide nebenbei laufen lassen. Also hier Pause angucken und dann, na, wenn wir so nachmachen, ist besser. Weil ich meine, das sagt es da sogar mit, von wenn du da getroffen wirst, ne, einfach nur rennen. Und, ich glaube, das erwähnt er sogar. Deswegen regst du mir auch das Recht auf, weil ich meine nämlich, das gehört zu haben.
Also jetzt nicht vorher, aber beim ersten Run. Na, so. Nee. Ja, so viel Pech kann ich da gar nicht haben. Außer Martha sagt mal wieder Surprise. Aber mittlerweile kenne ich sie ja, wo sie vorbeikommen, ja. Außer die letzte Begegnung am Ende. Das geht natürlich dann auch noch. Kommt sie nicht von links oder gleich von rechts? Surprise. Das wäre richtig assi. Also die kommt immer von links. Also, geradezu in dem Fall, ne? Die mir noch in der Cutscene, von dem her. Ich glaube nicht, dass sie die random haben. Ja. Die erste. Ja, der PS4 zu Release. Sogar schon ein paar Tage früher, im Gegensatz zu PS5. Habe ich die schon ein paar Tage früher hier gehabt. Vor dem offiziellen Release. Ja. Oh nö. Bei ein paar Spielen, ja. Da dreht sie hoch wie Sau. Aus den letzten, Metal Gear Survive. Ne? Wegen was auch immer. So anspruchsvoll ist es eigentlich gar nicht, aber da die geblasen wie noch was hier. Ne? Ja. Aber sonst nö. Ist denn laut. Ich mach's ja aber auch so alle. Ja. Viertelhalb jährlich mache ich sie sauber. Naja. So denke ich auch, Lara, ja. Wo Blue Screen. Also, glaube ich, ja, ne, glaube ich auch nicht. Gut, also ich sag mal hier, ich starb dann lieber durch den Fehler von mir, ne, wie durch den Bluescreen. Also, okay, das schubst ja nicht, aber ich meine halt hier, ne, verkackst du halt. Na, so. Da verkacke ich lieber durch meinen eigenen Fehler, wie durch Bluescreen. Das habe ich auch immer gedacht bei gerade Wolfenstein 2, ne. Wenn da ein Bluescreen gekommen wäre, ich wäre durchgedreht, ne. Ja. Ich mache ja gerade, oh shit, meine PS4 ein relativ sporadisch sauber, also nur oben die Klappe halt abschieben, ne? Und da bloß hier das Gehäuse auf, dann nehme ich ein Druckluftspray, ne? Kennt man ja aus der Dose, nicht verwechseln mit Karamba, das ist ja schlecht, wenn man das reinsprüht, oder WD-40, sowas, ne? Also, sieht nämlich so ähnlich aus, diese Druckluftflasche. Lieber doppelt lesen, bevor man da drauf drückt. Ja, genau. Und einfach Druckluft durchjagen. Fertig. Natürlich, klar, das Röhrchen auch nicht volle Pulle reinhalten, ne? Sondern halt nur mit ein bisschen Abstand, was nicht so 10 cm oder so reicht. Ja, dann bläst einmal kurz auf der anderen Seite das Ding raus und das war's dann. Ja, dann läuft sie wie geschmiert hier, ne? Da sucht dann nichts mehr am Lüfter. Geil. Oh Mann. Da. Lara, Ruhe jetzt. Nix da. Na? Das. Es gibt keinen Bluescreen. So, Punkt. Gut, bei Andromeda, ja, wegen mir, da kann ruhig mal Bluescreen aufploppen, aber ist so wurscht, ne? Aber nicht bei sowas. Nicht bei so sogenannten Mein Leben Runs. So. Nee. Ach. Weil das die Reinigungsaktion hier bis auf Staub einsammeln und so, weil das schießt natürlich dann durchs Zimmer, ne? Die Staubwölkchen. Ja. Reinigungsaktion, gerade mit danach hinterher Staubsaugen, 10 Minuten vielleicht. Fertig. Können wir machen mal im Halbjahr. Naja.
Ja genau, es ist ja nur die normale PS4, keine Pro, ne? Nur die normale. Klar, weil Release direkt. Ah, oh, ja. Doch, genau die, ja. Genau die. Und die Abdeckung kannst du dann nach links abschieben. Genau die. Finde ich, sieht böse geil aus mit dem Klavierlack. Das haben sie gut gemacht. Und die Abdeckung mit so einem leichten Handballendruck ein bisschen runterdrücken und dann kannst du sie zur Seite aufschieben. Oder runterschieben. Na, ja. Ja, also war echt top, Lara. Ich habe auch so gedacht, oh nee, echt jetzt. Na, aber ich muss echt sagen, also macht nach wie vor Bock. Na. So ist halt wirklich, also Stand jetzt können wir echt die Cutscenes skippen. Na, das ist echt schade, dass es halt nicht geht. Aber, ja, mei. Ja, warte mal kurz, die 2-3 Minuten und so. Ja, das stimmt. Da gefällt mir auch dieses komische Doppeldeck da nicht. Ne? Also diese Zentimeter, dann dieser Schlitz, dann wieder ein Zentimeter, wieder der Schlitz und dann der Deckel. Ne? Also, weiß ich auch nicht. Da finde ich das. Dickerer Schlitz, oder dickerer Boden, ein Schlitz, Deckel, fertig. So. Also, weiß ich auch nicht. Die Pro sieht irgendwie komisch aus. Eben nicht, Lara. Ne? So. Stänkerlaune ist ja heute. Italienisch. Haben wir irgendwas Italienisches? Italienische V12. Hm. Mal was wir gerade gucken, ja. Okay. Hyper. Immer. The Hypercar series is extreme. You've reached the pinnacle of what can legally be driven on the roads. Prepare to be pushed to your limits. Ich doch nicht. Ja, ja. So, haben wir natürlich wieder keine Karre. Ja, komm, ziehen wir den hoch. Hypercar, für den immer viel. Machen wir doch hier. Aufladung. So. Was? Nope. So. Na eben, ja. Also bei meiner gucke ich halt immer bloß, oder habe ich halt geguckt am Anfang, wo zieht die Luft rein, wo kommt sie raus. Na. Und da, wo sie die Luft reinzieht, Druckluft reingehalten. Fertig. Ja. Aber schon halt, weil der klappt, dass er so gesehen ja offen liegt, ne? Die oberste Platte abgeschraubt. Dass ich dann theoretisch auch an die Festplatte zum Beispiel wieder rankommen würde. Na, ja. Dass er weitestgehend, also ohne großen Aufwand, offen ist. Und dann Druckluft durch. Ja. Aber komplett zerlegt habe ich es jetzt auch nicht. Also anders gesagt, bis zum Laufwerk runter. So, bis dahin habe ich sie aufgemacht. Wobei ich den Laufwerk auch schon mal bei einer anderen Konsole, bei dem Arbeitskollegen gewechselt habe. Na, also. Theoretisch wüsste ich's, praktisch könnte ich's auch, aber na wozu? Das ist dann doch zu übertrieben. Für das hast du ja je so gut wie keine Probleme gehabt mit der. Bis auf ein paar Blue Screens ab und zu mal, aber das ist eher spielabhängig.
Oh. Habe ich heute doch tatsächlich hier komplett Freitag und komplett Samstag ohne Trophäen. Wow. Also der muss ja auswählen kriegen, ja. Das war jetzt schon länger nicht mehr bei mir so. Moment. Das war's jetzt, die Mittagsscheinzeit. Eieieiei, haust mich hier raus. Gar nichts hier. So was? Dead Island ist total bepisst, now. Ah, okay. Scheiß drauf. Jo, welches ist denn das? Weißt du das gerade zufälligerweise? Ja, ja, Anwendungsfehler, ja. Wobei jetzt auch schon länger keinen mehr hatte, ne? Aber, ja. Genau, in Loop. Und ich könnte jetzt auch einen Rush reinschmeißen, da könnte ich Rassatz 2 holen, das weiß ich, aber, na, ne. Ja, also die ist ein Stück weiter, ist auch nicht verkehrt. Na. Joa. Outlast 2 ein paar Stellen rausgefunden, wo man Rassatz sterben kann. Die definitiv. Gut, welche, aber die definitive Edition sind beide Teile drin. Riptide und Dead Island. Weil die habe ich auch. Und es sind zwei Spiele. Doch. So. Eine Minute 30 im Windschatten, echt jetzt? Na toll. Fängt es schon wieder an. Da geht noch so ein Stück weiter vor. Das war ein bescheuertes Ziel. Ah, sie wollen ja nur ein paar hier. Ja, gar nicht. Wow, echt jetzt? Rechtes Gas. Wow. Oh nein, endlich.
Tschüss. Boah. Der pflanzt da eine Wiese hin. Oh Mann. Na, 10 Kurven und 11. Mehr hat die Strecke nicht. So. Ja, kann ich machen, ja. Wo ich ja selber jetzt hier immer noch gewaltig ins Stolpern komme, welche ich jetzt da wirklich habe, aber ich habe die definitive, das weiß ich. Und da ist Riptide und das normale. Aber PSA gucke ich mal, ja. Aber ich meine, es müsste ja auch. Müsste ja dann die gleiche sein, weil definitiv ist definitiv. Na, weil heißt ja definitiv. Oh Mann. Oh, ich muss ins Bett. Oh, passt. Aber das auch. Ja, können wir es auch hier gleich im Anschluss hier an den Stream noch machen. Holen wir fix da rein, ja, bei PS Now. Welches das ist. So. Oh. Aber eh meine danach, ja. Vielleicht gerade noch so ein Rennen oder so, dann war es aber auch. Dann haben wir ja roundabout 20 noch to go. Das wenigstens kein 5 Minuten Stream wird, der nächste, sondern länger. Ah ne, Schmarrn. Dass wir dann Montag eventuell was zu tun haben, so rum. Weil sonst ist Montag ja noch 5 Minuten. Muss ja nicht sein. Wegen der einen Daily da noch. Okay, raus Spaß haben wir, gucken, ja. Weiß jetzt gerade nicht, wann die wöchentliche abläuft. Na boah, das ist wurscht. Das ist wurscht. Die Daily haben wir dann so oder so, ich stand jetzt aber 9. Fertig. Ja, dann werden wir ganz schön viele eine hier. Sind wir dann zu Futter unterwegs? Standardmäßig. Stefan, du? Ich, Sebi. Jo. Well done, mate. You really earned it today. Great job.
So, haben wir jetzt noch irgendwie was Fixes oder so? Nürburgring GP. Ja, kommt der genau noch. Den fahren wir noch zu guter Letzt hier. Aber ich glaube, PS Now ging auch nebenbei, ne? Warte mal. Glaube ich. Oder hast du es aus dem Spiel raus? Nee, ne? So. Black Ops 3. So. Durchsuchen, suchen. Ah. Gut, dann ist es das. Ja, das ist die. Ja, sieht aber anders aus. Vom Logo her. Warte. Ja. Hey. Ja. Also da steht jetzt irgendwie ein anderer Taxi bei mir. Welcher ist denn das jetzt? Der eins oder nur? Ja, müsste jetzt nur der Einser sein. Weil mir sieht ja schon das Bild dann hier anders aus. Das, was ich hab. Ja, ne? Nein. Das müsste echt aus sein. Tendenziell. Warte mal. Ist ein bisschen was. Wo ist der? Ja. Ah. Die. Es rippt halt. Deswegen wahrscheinlich. Ich hab bald wieder rein. Ja. Ah, okay. Nur der erste. Ah, free. Ja, genau, der Rally 2.0 war's. So, wo wir vorher schon mal das hatten. Ja, dann ist die gute Frage, weil dann muss ich jetzt selber nochmal auch nachfragen mit dem Stefan und so, welche er jetzt hat. Ne? An der WhatsApp passen, dann habe ich beide. Also. Dann mache ich einfach hier. Hol ich mir den 1er hier vom PS Now runter. Und den 2 habe ich ja selber digital. So, dann mache ich es einfach so. Da muss ich aber jetzt echt herumfragen, weil keine Ahnung, wer jetzt was hat. Ich habe aber das Bundle geholt damals, das weiß ich noch. Weil waren nämlich beide Logos übereinander so gesehen. Also der 1er oben, der 2er unten.
Mysteriös. Tendenziell könnte man es so rauskriegen, das war in irgendeinem Monster Underworld Stream von mir, wo ich das Spiel nebenbei geholt habe. Während der Pause. Danach habe ich es gesagt. So. Ich meine, war der vorletzte oder drittletzte Stream, war das. Müsste gewesen sein mit Dead Island. Von jetzt ja halt Monster Underworld. Wo ich das erwähnte. Irgendwie so. Na genau, da war es mal im Sale. Also Lara, du wärst aber im ersten Teil dabei, oder was? Bei dem von PS Now. Na klar, also wenn, dann wurde natürlich auch mit dem 1 anfangen, ja, weil alles andere ist Schwachsinn. Ja, okay, passt. Da schreiben wir das gleich sicher selber auch nochmal auf. Und da frage ich gerade mal hier Sebi und Chef an, wie es bei denen dann ausschaut, welche jetzt die definitiv haben. Also welche definitive die definitiv haben. Na, so. Und dann, ja, sehen wir es ja. Weil wir eh komplett voll. 4 ist am Maximum, ne? Naja. Ja, genau, dann wird definitiv auch wieder definitiv Montag dann auf jeden Fall wieder Project Cars 3, gerade wegen der einen Trophy, weil sonst verpasse ich zu viele Dailies. Genau. Montag das hier erstmal. Aber auch nicht die ganze Zeit, na, weil das hier, ne, dann wahrscheinlich wieder on Rush danach oder halt gerade der Hand, wenn da Sebi Zeit haben sollte, aber so eine gute, ja, halbe Stündchen, Stündchen, das hier dann am Montag erstmal. Aber das seht ihr dann bei Twitch im Streamplan. Der wird dann vermutlich so 90% stimmen. Ja. Weil mit Outlast kann ich halt schlecht timen, wie es ausschaut, ne? Also. Ja. Da wollt ihr auch. Wer wollt damit spielen? Der Tom, glaube ich. Also, ja, krass, Alter. Ja, war es doch, glaube ich, ne? Ich habe es da aufgeschrieben, aber ich sehe es gar nicht. Wer das war. Aber klar, Genesis, ja. Und ich glaube, ja, gestern ausgesehen. Code Vein ist ja mal wieder im Angebot, ne? Aber immer noch teurer wie auf Disc, aber hey, das ist digital im Angebot. Ja, irgendwann holen wir da Code Vein auch noch. Dass die ganzen Souls-like-Games weitestgehend durch hab, mal. Wäre nice. Ja, ne?
Oder was ich auch ja habe, was im Koop geht, ist ja Marvel Avengers. Ne? Das würde ich auch ja im Koop gehen. Außer recht den Rest ja bei mir, als auch den ihr bei mir da offen habt. Also alles nach der Story. Ja, das würde ich auch gehen. Fällt mir gerade so ein. Ja. Und da habe ich eigentlich echt nur Hauptstory durch. Und vielleicht so. Ja, was soll das gewesen sein, was ich gemacht habe? Vielleicht so 5 Nebenmissionen. Mehr aber auch nicht. So. Also, der komplette Grind eigentlich liegt noch vor mir. Na. Ja, das kriege ich ja eh. Also, es kommt ja eh noch als altes neues Game. Na. Nachdem Ancestor auch noch Platin ist. Da bis dahin kommt ja wieder eine neue Umfrage mit den drei alten neuen Games. Also gerade Death Stranding ist dann dabei. Gerade Avengers ist dabei. Und da kommt es halt auf die Stimmen drauf an. Wer wie über was votet, was zu Ostern kommen soll. Dass die alle weg sind. Ja. Ja, Unravel ist ja easy. Geht ja auch relativ fix auf Platin. So. Was haben wir denn hier? 173, ja. Also fehlen jetzt noch 27, bis es da Bling machen würde. Ja, hier ist nach wie vor 8-1. Ja. Naja. Das passt. Ja, trophäentechnisch hier gar nichts. Ja. Weder noch, weder bei Outlast, noch hier. Also irgendwie mysteriös. Anders wäre ja danke an die ganzen neuen Follower. Und so weiter auch das neue Abo hier. Von dem auch neuen Follower. Ja, ne. Hat sich hier bei beiden, bei den beiden hier nichts geändert. Outlast 2, Project Cars 3, immer noch gleich. Ah, ja. Das ist immer noch Stand jetzt. Und dann, ja, ne. Keine Ahnung, Lara. Weil mit dem Thema habe ich mich so gar nicht groß beschäftigt, weil ich habe eh keine. Ne? Aber ich denke mal, oder? Müsste. Also fix bei Google anschauen, ich sag's eh gleich. Ja. Ja. Den war's dann aus Maya, siehst du. Das ist doch. Ja, ja. Immer diese PS5-Nutzer, da sind sie die Scalper. Ja, genau. Wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Weil, wie gesagt, also heute Abend mache ich ja nichts. Ne? Sonntag ist Sonntag, Ruhetag und so. Ja, mache ich jetzt auch gleich. So. Ja, ja, da haue ich mich jetzt dann hin. Montag, wie gesagt, machen wir es bei Project Cars 3. So ein halbes Stündchen, Stündchen sogar. Danach wohl der Hand. Wenn Sebi kann, wenn nicht, dann halt on Rush. Ja, am Dienstag dann Outlast. Na, genau, schauen wir mal. Ja, haut rein. Na, gut Sechtel euch, schönen Sonntag und dann halt bis Montag. Genau, haut rein. Tschö.